Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, ihr seht, wir haben schon fast 8 Uhr. Ihr seht, ich habe in der Nacht wieder Gas gegeben. Also ich werde hier in Zukunft auch einfach in die Tiefe graben ein bisschen. Aus Versehen habe ich meinen Zementmixer vorhin zerstört. Da ich hier unten nach oben gemacht habe und naja, egal, ich habe einen neuen gebaut. Dadurch haben wir jetzt einen Motor weniger. Aber nützt ja nichts. Ja, ihr seht, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ein paar Hedges. Spikes. Können wir eigentlich auch schon mal gleich. Flexstone. Pool brauchen wir. Kurz rechnen, 91. Ja, wir müssen auf jeden Fall. Wir müssen eh zum Händler hin. Ich werde da die Forge mal anschmeißen. Nehme ich das mal mit hier. Ihr seht, wir brauchen auf jeden Fall Clay. Wir brauchen auch Clay, um noch ein paar Flexstones, ach, Cobblestones zu machen. Ja, gerade habe ich auch extreme Probleme mit dem Starten gehabt von 7 Days to Die und auch, dass OBS die Aufnahme abgreift. Solltet ihr so eine Probleme mal haben, macht in Steam Rechtsklick auf 7 Days to Die und wählt, dass er den Launcher startet und macht da das Easy Anti-Cheat aus, also ERC. Auch für Leute, wo das Spiel gar nicht startet, habe ich auch das Problem vorhin mal kurz gehabt. Wie gesagt, stellt das aus. Es hat schon immer Probleme gemacht und scheint jetzt auch wieder Probleme zu machen. Ich habe keine Ahnung. Also bei Rust ist das Ding auch und da macht das absolut keine Probleme. Ist auch easy anti-cheat. Kann es euch nicht erklären. Stellt es auf jeden Fall aus. Ihr braucht es eh nur, wenn ihr auf dem Server spielt. Wenn ihr Singleplayer spielt, stellt das aus. Gut, ich werde auf jeden Fall 3000 hier reinballern. Ich habe auch keine Ahnung. Ich sollte auch mal mir merken, wie lange das braucht, ey. Ich mach's einfach mal so. Wird wahrscheinlich eh zu viel sein, aber wir kommen ja eh nochmal wieder. Oh, let me guess, you need to buy something. Zack. Ich weiß gar nicht. Eine Stunde und ich glaube, der hat aber auch nichts, ne? Wir haben ja den Spike Club gekauft gehabt. Nicht alles täuscht. Naja. Ja, der wäre natürlich super geil. 4500, ja. Wenn man nicht looten geht. Ich glaube, das ist auch zu viel hier, oder? Mach das mal so. Gut. Ja, schauen wir mal, ne? Also ich habe überlegt, wir bauen jetzt erstmal nur so ein Kampfdingen. Der ist eigentlich egal, irgendwo hier in dem Bereich halt, ne? Könnten es natürlich auch in der Nähe von der Höhle bauen, dann könnten wir uns da einen Zugang zu machen von der Höhle. Können wir da ein bisschen rumbauen. Aber ich denke mal jetzt großartig hier jetzt noch ein großes Wohnhaus bauen. Macht ja auch wenig Sinn. Ja, die ging mir die ganze Nacht hier schon auf Eier. Also nachts ist hier immer ein Terz, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht warum. Dann kommst du nächsten Morgen hier hoch. Und dann hast du hier nur zwei so eine Johnnies rumrennen, ne? Und er haut auch schon wieder ab. Ja,
Nice. Eine komplette oder was? Ja, Respekt, Leute. Also ihr seht, Zombies töten lohnt sich. Gut, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Holz. Können uns natürlich auch hier da schön reingraben, ne? Ich muss mal gucken. Wenn wir erstmal den Dicken da noch wegnageln. Naja. Jo. Das ist eigentlich Stein, ja, ne? Sieht so aus, ne? Na, ganz super. Was machst du jetzt? Weiß er selber nicht. Gut. Könnte natürlich auch das Loch hier einfach noch eine Ecke tiefer machen, ne? Und dann da auch noch Spikes reinsetzen. Och, da kommt schon wieder eine fette Wanderung, oder? Wird bekloppt, ey. Haben wir jetzt keine Zeit für, ne? Ich überlege halt gerade, wenn wir es natürlich jetzt hier hinbauen. Ich meine, hier ist gut, hier ist eben super. Steht natürlich die Gefahr, dass die Horde von da kommt und ins Loch geht. Ich muss das Loch dann also auf jeden Fall auch noch zukriegen. Und hier stört auch irgendwas, dass das immer so eine Effekte macht, da. Ja, ihr seht, ne, also. Man muss, kommt zwar jeden Tag. Es werden auch ein paar hängen bleiben, in Sicherheit. Da müssen wir uns dann drum kümmern. Also ich habe beim anderen, was ich natürlich auch Pech haben könnte, dass Hunde kommen, ne. Beim anderen Spiel habe ich zum Beispiel gehabt, dass zwei Hunde mitkamen. Selbst wenn ich jetzt hier noch, wenn ich es hier hinbaue, selbst dann kann es immer noch sein, dass sie da hinten spawnt und, ne? Und wenn ich es jetzt hier halt hinbaue, kann ich mir von da unten schön einen Zugang machen. Naja, wir werden die hier am Rand machen. Ich warte eben kurz, bis sie da ein bisschen weiter weg sind. Ja, ihr seht, da ein paar bleiben eh immer hängen. Die machen wir eben fix weg hier, die vier. Zack. Ich sag ja, so ein Spike Club und normale Zombies, das. Zack. Gut. Das ist natürlich ein großes Loch hier, ne? Das ist eine Menge Blocks, ey. Natürlich am liebsten damit Woodframes erstmal machen. Wie gesagt, ich würde das hier noch eine Ecke tiefer machen, würde auf jeden Fall noch Spikes reinmachen. Woodframes kostet halt eine Menge. Wood, sehr logisch. Ja, die Dinger müssen hier auch alle weg. Die stören hier auch nur rum. So, ich guck noch mal eben.
Bis hier geht's. Gut, unser Dingen ist ungefähr... Hier würde ich mal schätzen. Unser Eingang. Ja, ich steck's nur mal eben grob ab. So, damit ich ungefähr sehe... Jo, das passt schon. Bedeutet, wenn man es einfach, wenn ich es einfach hier, wird es natürlich, ja, nicht ganz. Das kann auf jeden Fall hier schon mal weg. Ja, ich sehe, wir brauchen mehr Stil, ne? Der andere Händler hatte ja Stil, glaube ich. Aber ihr seht, das ist eine teure Geschichte auch alles. Solange man Stil nicht selber herstellen kann. Aber ihr kriegt einfach so viel mehr Ressourcen und levelt so schnell. Wahnsinn. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Kohle für Steelbarren auszugeben. So. Ja, Arschnecken, ne? Wir machen so. Wie gesagt, ich brauche eine Menge... davon. Ich kann aber natürlich auch Konkretblocks direkt herstellen. Machen wir hier nochmal 50 dabei. Ich überlege halt gerade, ob ich jetzt ausbuddeln soll. Ich brauche erstmal hier eine Kiste, ey. Das alles rein, was wir jetzt hier. Bier behalte ich mal, man weiß nie, was hier. Hat der zwei Hunting Rifle bei gehabt, komplette? Ja, Hammer, ne? Könnte man das Sniper Rifle Teil holen, aber. Eine Hunting Rifle zu haben ist auch nicht so verkehrt. Aber können wir noch nicht, ne? Oh, doch, können wir sogar. Nice. Ja, wenn wir auf jeden Fall eine behalten, da werde ich, müssen wir mal in der Nacht gucken. Die haben auch wenig. Ich glaube, einen Teil haben wir auch noch unten. So. Kann auch weg. Klee ist natürlich auch scheiße. Mal eben nochmal checken hier, ob das auch gerade ist. Oder einigermaßen gerade ist. Bike. Ja, es passt schon ungefähr. Jetzt muss ein Minibike hier weg. Zack. Ich überlege jetzt gerade, ob ich es halt mit einer Bodenplatte mache oder nicht. Naja, wir machen es mit einer Bodenplatte. Gut. Ich brauche auf jeden Fall ...36 Stück. Ja. Die dann am besten auch aufwerten direkt.
Gut. So, wir stecken sie jetzt erstmal kurz ab. Also, da ist ungefähr die Mitte. Da ist Dingens. Lass mal eben gucken hier. Das stört mich ein bisschen hier nicht, dass er sich dann hier reingraben. Naja, das wird schon passen. Wie soll man da diese Lücke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 und dann musst du rechnen 1, 2, 3 Reihen Spikes. Gefällt mir nicht wirklich da mit dem. Ich schon so viel Scheiße erlebt. Können Sie natürlich auch hier hinsetzen, dann müssen wir uns halt rübergraben. Ist ja auch nicht das Problem. Ja, so machen wir es auch. Weil hier ist ja nicht so eine Kante halt. Hier geht's gut über. Da ist auch noch Clay. Hast du uns jetzt gesehen oder was? Kommst du jetzt? Nee. Gut, den Felsen da, den hauen wir natürlich weg. Hier ist mir das egal, wenn sie sich hier reingraben. Mir geht es halt darum, welche die Spikes halt. Ich könnte natürlich einfach auch alles da absenken um 2. Ganze Gebiet, aber es dauert ewig. Und da wir hier nur noch eine Stunde spielen, wollte ich es halt mit der Bodenplatte machen. Irgendwas ist doch hier buggy. Was sich hier so durchzieht. Einfach lang rüberziehen. Ja, so machen wir es auch. Gut. Ist auch schon mehr 14 Uhr, ey. Aber das Schöne ist, dann können wir hier auch in der Nacht was machen. Drei Reihen Spikes und hier machen wir so. Dass wir ein bisschen Aufgang haben. Ja, genau. Jetzt genau da, die beiden. Ja. Wo, den sollten wir mal stehen lassen. Jo, so machen wir es jetzt einfach mal. Ja, wie gesagt, wir setzen jetzt erstmal die Bodenplatte.
Normalerweise mache ich es ja anders, dass ich halt alles absenke. Oh Mann, das war so klar, ey. Genau, noch ein. Mein Gott. Also das, ne? Das ist definitiv wieder so ein Aufregending hier. Aber zum Glück haben die nur 500. Die hätten natürlich erst das ganze Gras wegmachen können, dann hast du die Probleme nicht. Sage ich immer nur, wenn das Gras da lässt. So, perfekt. Guck mal eben, ob sie auch so abgerundete gibt's nicht. Aber auf jeden Fall bei Concrete. Ja, oder ist schon wieder einer im Loch oder was? Wo kommen die jetzt her? Ja, ja, weiß auch nicht. Manchmal. Da hier die Sleeper spawnen oder was? Ich weiß, es soll uns jetzt auch egal sein. Concrete. Ja, ich denke mal, wir werden es ein bisschen. Bisschen wenigstens was für die Optik machen. Die Ecken müssen eh definitiv auch aus Concrete sein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das andere aus Flexstone machen kann. Oh, da muss ich erstmal gucken jetzt. Ey. Kohl ist klar. Kennt man aber auch so schlecht. Der normale Ramp, ja. Nee, das ist dieser Halbpol, ne? Und doch, Tipp haben sie auch. Doch, müsste passen. Gut, wir müssen aber trotzdem, weil nur Erde. Ist mir auch zu wenig. Ich könnte natürlich zwei hoch machen, aber. Nehme ich lieber jetzt hier einmal raus. Geht aber darum, wenn der Spike weg ist, halt, dass er dann nicht. Lassen. Dass sie nicht direkt auf dem Erde sind. Gerade so Kriecher und sowas, die hauen dann gerne mal den Block kaputt und dann sind sie da unten und man weiß nie, dann graben sie sich noch tiefer oder sowas. Muss ja nicht sein. Deswegen mache ich immer unter den Spikes etwas Stabileres rein. Wenn es auch nur Flexstone, wenn es auch nicht aufwerten. Obwohl, geht ja eigentlich schnell. Zumindest das, was auf Cobblestone aufwerten.
Wir machen ja auch nur 3 Reihen. Ist ja jetzt auch nicht ganz so groß hier. Die Geschichte. Machen wir jetzt erstmal nur eine Reihe. Schon wieder keinen Platz mehr hier. Können wir auch eigentlich erstmal einfach hier hinballern. So, können wir auch wieder ein bisschen Scheiße reinpacken. Das wollte ich eigentlich nicht. So, 1, 2, 3. Ja, genau so soll's. Gut. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Jo, ja, genau. Muss ja wieder einer daneben gehen. Ja, ich bin gespannt, ob das Ding auch so klappt, wie ich mir das hier alles vorstelle. Zack. Ja, ich weiß auch noch gar nicht, wie hoch das jetzt werden soll. Dann noch einen zweiten. So, sind die zwei. Zweiten Stock, ja, ich muss mal. Einen Fluchtplan müssen wir ja haben. Wir werden sehen. Ich kann das auf jeden Fall schon mal trocknen. Spikes würde ich jetzt eigentlich noch nicht setzen. Da muss ich erst außen das fertig haben. Sonst hauen sie die Kriecher und so mir die einfach kaputt. 50 Flexstone-Blöcke reicht natürlich auch nicht. Ich mache mal einfach nochmal 75. Da haben wir auch noch ein bisschen, um aufzuwerten. Ja, wir werden hier. Wo ist denn mein Minibike? Was sagt denn der Tank? Müssen wir da noch was von unten gleich hochholen? Ich werde jetzt mal
die Richtung parken. Gut, wir gehen einmal kurz runter. Lass mal eben das hier. Kann ich nämlich noch den das Gedöns hier aus der anderen Kiste mitnehmen. Gut, ich muss halt jetzt hier voran machen, ne? Daher werden wir in der Nacht hier weiter durchziehen. Und wir werden das Minibike mal als Fluchtmöglichkeit dann nutzen. So, ich habe hier auch extra noch 4 Müllkisten hingemacht. Kann jetzt erstmal alles rein, dass ich nicht einsortieren muss. Hunting Rifle, wie gesagt, müssen wir dann mal gucken. Wrench werden wir jetzt auch nicht brauchen. Das auch nicht. Was zu trinken, ja. Federn auch nicht, ein bisschen zu essen. Wir können aber auch nochmal eben. Dann werden wir auch kurz den Zombie killen. Aber ich sehe, wir haben auch schon wieder eine halbe Stunde, Leute. Wie immer, ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir gerne eine Meinung da. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Könnte ein bisschen actionreicher werden, wenn in der Nacht was vorbeikommt. Wir werden es sehen. Wir werden auf jeden Fall in der Nacht weiterbauen. Also, bis dann. Ciao.